Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 auf Nordfriesischen Marsch im Multiplayer-Spielstand. Ja, es ist wieder hell geworden. Die Nacht ist übersprungen. Wir sind auch schon zeitlich ein Stück weiter. Denn ich glaube, ich hatte bis zum 9. geschlafen im November. Und ja, Helfer sind alle eingestellt. Es sind auch schon, dadurch, dass wieder die Hühnerställe voll geworden sind, die Hühner sind schon abgeliefert worden beim Schlachtbau. Dadurch ist das Produktionsinfo halt ein wenig kürzer geworden, ne? Also das, was gemacht werden muss. Wir haben immer noch 17 weitere Einträge. Ich habe keine Booster-Anzeigen an. Das können wir auch noch machen, da wird es noch mehr, ne? Ja, denn es gab ja auch am Sonntag für den Marsch ein Update. Ich habe es jetzt erst hier zur Donnerstagsfolge installieren können. Und ja, deshalb stehen auch oben Leerpaletten drin. Ich denke mal, das ist noch nicht so richtig, dass das nicht so gemeint ist. Was jetzt gemeint ist, es soll ja, findet ja jetzt das Recycling statt, sodass ich alte Palette rauskriege. Nicht mehr die Leerpalette. Deshalb denke ich mal, ist bei den vier Produktionen, die hier oben stehen, das ist noch nicht richtig eingestellt. Aber gut, ist vielleicht auch schon gefixt bis jetzt Donnerstag. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, müssen wir mal sehen. Deshalb funktioniert es trotzdem alles. Ne? Denn wir bekommen ja an der Produktion nicht mehr Leerpalette raus, sondern Altpalette. Die müssen wir auch alles noch einstellen. Die muss verteilt werden zum Tischler. In den Produktionen, welche entsteht. Das muss alles noch gemacht werden. Ne? Und wir müssen natürlich neue Tierställe bauen. Ne? Wir haben ja Enten und Ziegen mit hinzubekommen. Das muss gemacht werden. Die müssen versorgt werden, ist ja klar. Ne? Und Johannisbeeren können wir herstellen. Müssen wir noch ein Feld bauen. Muss vielleicht der ein oder andere Baum auch noch weichen, da wir es hinbauen wollen. Wir haben alles heute nicht nach voll geschaffen. Wir müssen erst mal gucken, dass wir das Produktionsinfo halt so ein bisschen klar Schiff kriegen. So, ihn können wir erstmal hier auf den Parkplatz schicken. Wir müssen zwar dann noch am Schweinestall Schweine fahren, aber brauchen einen anderen Trailer. Ja. Gucken wir mal, wenn wir die wieder erwischen, machen wir das. Was wir machen könnten, wir können natürlich mal Booster anzeigen lassen. Weil da müssten wir sehen, dass wir jetzt in Gewächshäusern ja auch mit Rindenmulch brauchen als Booster. Das müssen wir uns, da steht nämlich schon ein Trecker oben, der den fahren soll. Das ist der Holzfäller. Hier, Produktionsinfo hat. Sichtbare Zeilen, ach nee, das ist der Quatsch, das hier, nicht die Preisanzeige, die habe ich ja nicht mit drauf. Unter Hilfe 25 Zeilen, volle Tierstelle an, Booster-Anzeigen aus, das machen wir einfach mal an. Dann gehen wir mal auf zurück. Und dann wären wir eigentlich die große Überraschung. Also wir haben 33 weitere. Ne? Also, ja. Das ist das, was ich meine. Gewächshaus-Tomaten. Die Gewächshäuser, die wollen alle den Rindenmulch als Booster. Marmeladenfabrik braucht bei der Erdbeermarmelade Johannisbeeren als Booster. Die haben wir natürlich noch nicht. Ne? Aber den Rindenmulch ist das, was wir wahrscheinlich erfüllen können. Ne? Tischlerei, Lehre. Also Leerpaletten, alte Palette als Booster, den haben wir auch noch nicht. Also da haben wir schon noch ganz schön zu tun, dass das wieder ein bisschen besser aussieht, unser Produktionsinfo halt, ne? Wie gesagt, wir haben aber Rindenmulch, wir haben 9 Gewächshäuser. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir 9 Paletten Rindenmulch schon mal im Zentrallager eingelagert gehabt. Die werden wir ganz einfach mal auslagern und da kriegt jedes Gewächshaus kriegt eine Palette. Da müsste schon mal ein Großteil der Booster weggehen. Ne? So, hier Werkstoffe. Ich weiß nicht, auf welcher Seite steht noch hinten. Da steht hier drüben mit, oder? Da fehlt auch irgendwie ein Schild bei uns hier. Keine Ahnung. Nee, hier steht der Rindenmulch nicht mit. Steht die hier drüben? Ach, da unten, genau, 45.000. Macht 9 Paletten, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. Ne? Würde genau passen für unsere neuen Gewächshäuser. So ist es, ne? So, die kommt natürlich auch noch mit, die eine. So, dann kann der mal runterfahren zum Gewächshäusern. Ja, wird blockiert, ist schlecht. Das ist ein Magnum. Dino ist fertig. Oh, müssen wir auch gucken. Viel zu tun hier. Ne? Aber deshalb wird morgen Abend sicher wieder live gestreamt. Sondermarsch hier. Da werden wir schon noch vieles erledigen können. Da
Wenn wir da zu viert unterwegs sind, denke ich mal. So, Gewächshausproduktionen. Ne, wir wollen Produktion Gewächshäuser hier parken. Dort fahren wir hin. So, dann gucken wir erstmal, ja, blockiert ist immer das schlechteste Variante. Ich denke mal, aber er wird am Deich irgendwo stehen. Ne? Genau, dachte ich mir, oder am Graben, besser gesagt. Weil der macht ja unten hier die 66. Er hat zwar eigentlich genug Power, hier das Ding rauszuziehen aus dem Graben, ne? Aber mag nicht. Ne? So, hier. Dann wird es nicht lange dauern, kommt die Meldung fertig. Dino war wichtig. Das ist ein Streuer, der ist fertig. Streuer, ein Steinesammler. Ein Steinesammler, der ist fertig. So, einmal weiter, dass er noch ausladen fährt. Kurs kann raus. So, das ist der Kalkstreuer auf 1. Der ist auch fertig. Damit sind die drei Felder alle gekalkt. Den können wir ebenfalls hier zum Hof, zur Werkstatt. Gut, der holt sich nochmal Nachschub. So, Quatsch, nicht weiter tappen, sondern hier oben einfach mal klicken. Dino ist fertig. Ne? Ich glaube, wir können einfach hier rüberfahren, das andere Feld. Hier ist noch eine Überfahrt. Ne? Das war gleich von der Feldnummer her nicht das nächste, weil das ist dann... Wird man auf der 71 fahren. Wir müssten erst der 69. Ja, das geht schon mal. Da stellen wir mal hier 71 ein, nicht 69, aber 71. 71, weil er könnte sein, dass er Flüssigdünger braucht. So, im Kurs, den können wir einfach berechnen. Ne, der ist falsch, der Kurs. Ich habe doch aber eben mit dem Dino... Ach ne, ne, falsch, falsch, falsch. Das ist ein Orlando-Kurs hier. Zwei Vorgewände. Der war ja noch... Der war noch nicht eingestellt. Das war ein anderer, wo ich was generiert hatte. So sieht es besser aus. Erster Wegpunkt. Übergabe ist an, weil es fehlt. Weil die Insel muss ja noch komplett gedüngt werden. Ja. Gut, da sind die Meldungen erstmal alle weg. So, dann können wir auch noch zwei Meldungen relativ einfach beseitigen. Oh, hier ist aber Stau, würde ich sagen, oder? Ja, ist aber der Haus gemacht, der Stau. Ja. Werde ich jetzt aber nicht weiter eingreifen. Weil ich muss nämlich hier Schrauben laden. Hier schalten wir mal an. So, Schrauben ist nämlich hier fast voll. Oh, der kriegt auch nur 48 Paletten. Ach doch, das geht ja. 50 Paletten kriegen wir doch bis drauf, ne? Oder? Genau so ist es. Ne? So, hier kurz rum und dann fährt er Richtung Zentrallager. Ich weiß nicht, ob wir in der Produktion irgendwas brauchen. Wir fahren einfach Richtung Zentrallager und dann müssen wir es halt dort holen. Ne? Der Zentrallager muss ja bei Obst und Gemüse sein, ne? Würde ich sagen. Jetzt wird es natürlich wahnsinnig ruckeln wahrscheinlich im Spiel, wenn wir hier 250 Paletten unterwegs sind, aber das ist jetzt mal nicht zu ändern. Das hat er vorne die. Ach, der lädt drei rein. Okay. So, dann müssen wir hier auch aufladen. Dann laden wir hier mal noch die restlichen Palettenschrauben auf. Jetzt weiß ich gar nicht. Wir hätten auch angefangen mitnehmen können, ne? Denn das geht ja ins Zentrallager, ne? Ist egal. Werden noch Oliven produziert? Ach, bis Dezember, ne?
Gut, dann müssen wir ja keine mitnehmen. Obwohl 90.000 Liter ist jetzt nicht viel, ne? Weil er kriegt ja dann 75 Paletten geladen. Wir haben jetzt 48. Es ist einfach mit erledigt. 48, also kriegt man noch 18 Paletten kriegt man noch drauf, ne? Oder? Genau. Das sind zwar Kisten, aber es geht schon. So, hier alle anschnallen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir ihn mal vorsichtshalber hier noch stehen lassen. Denn wir kommen hier kaum von Fleck schon mit den Paletten. Wenn jetzt noch einer mit so vielen Paletten unterwegs ist, den stellen wir einfach mal hier hin. Wenn der andere oben angekommen ist, schicken wir den los. Würde ich mal sagen, oder? So, wird blockiert, ist schon mal nicht gut da oben. Er hat das nächste Gewässer gefunden. So, den können wir auch gleich auf Reise schicken, der ist fertig, ne? Oh ne, wir müssen noch gleich noch die 57, muss noch gesammelt werden, ne? Wir müssen nur noch mal kurz was gucken. Ich glaube, die 57 war da noch. Die sind nicht steinfrei, oder? Die 19 ebenfalls. Ach, warum habe ich den anderen schon zum Hof geschickt? So, hier müssen wir erstmal 57 einstellen. Denn dort sind die. Der Flug ist dort fertig, ne? Der fährt erstmal ausladen, dann müssen wir mal am Hof gucken. Aber da ist noch wieder, hier ist da auch schon wieder Stau, oder? Der ist noch gar nicht da, der Steinesammler, okay. So, der ist repariert. Steht noch der Deutz im Weg. So, trotzdem Steinesammler, wo kommt der dann? Den hatte ich doch auch dann. Weiß nicht, also den hatte ich auch losgeschickt unten vom Feld, dass er erstmal Steine abgibt und dann hierher kommt zur Werkstatt. Wieso das hier manchmal? Das ist ein LKW.
Er soll dir hinten am Kieswerk abgeben. Ach, das passt nicht rein, ne? Genau, das geht noch nicht rein. Ich glaube, das Gießwerk ist noch voll. Produziert das überhaupt aus Stein und Kalk? Ist das an? Ja, komplett. Müssen wir den Magnum auch umstellen, in case. So, hier fällt 19, nicht Werkstatt, 19. Neue Aufgabe. So, hier ist es reingegangen. Wir gehen hier generell noch rein, Steine. Ah, okay, passt noch ein bisschen was. Wo ist der Magnum hin? Müsste doch hier gefahren können. Das hier müsste doch sein, oder? Klar. Dann nehmen wir den mal kurz raus. Sagen hier Kies Kalkwerk 2 Anlieferung Schüttgut. Da kann er hin. So, wir hier nochmal Hof. Achso, ich brauche ja gar nicht weiter aufräumen. Doch, machen wir vorsichtshalber fertig hier. Weil wir eigentlich noch Tierställe bauen wollen heute hier. So, noch den Kalkstreuer auf den Parkplatz schicken. Wie gesagt, dass der Schweinestall voll ist, ist klar, aber das ist jetzt nicht so dringend, weil die nächsten Tiere kommen erst Ende dieses Monats, also nächsten Ingame-Tag Ende. Ne? Diesel. Es ist besser gut, dass wir aufgeräumt haben, der nächste Tanken fahren, der kommt vielleicht wieder her. So, wir gucken jetzt erstmal runter. Es müsste nämlich hier der Fahrer mit dem Paletten angekommen sein. So ist es. So, wir brauchen jetzt wie gesagt in jedem Gewächshaus eine. So, die laden wir mal hier ab. So, dann machen wir hier an, dass wir parken können. Zack. Wo muss es rein? Vorne bestimmt, oder? So, einmal. Es sollte auch ausreichen, damit es weggeht, ne? Also, außen Info hat. Anzeige verschwindet. Oder? Genau. Also die müsste eigentlich hier brauchen 50, glaube ich, pro Zyklus. Ne? Also die müsste auch insofern verschwunden sein. Nicht, dass sie jetzt hier mit 3 Tagen drin stehen bleibt. Das heißt, wir haben jetzt unten, oh, taucht die erste gelbe Meldung auf. Ne? Wir haben jetzt 29 weitere, müsste ja auf 28 springen. Ne? Tut's, also das reicht länger wie 3 Tage. So, hier drüben noch eine. Dann brauchen wir vorne am ersten Tomatenhaus noch eine.
Fischer braucht Leerpaletten. Das ist ja komisch. Die haben wir doch auch verteilt. Wieso habe ich jetzt noch... Achso, 4, klar. 5 habe ich ausgeliefert. 4 müssen ja noch drauf sein. Ach, der klemmt da an der Tanke irgendwo. Also da, wo kein Sprit kriegt. Oder ist das der nächste, der Tank? Ja, kann natürlich auch sein. So, einmal. Die dritte kommt in das Gewächshaus und die vierte ist vorne vor die Setzlinge. Oh, steht außerhalb. Wieso nicht angenommen Rindenmilch? Na klar, nimmst du hier Rindenmilch an. Welche Ideen? Ja, hier Fischer mit Netzrolle und sowas, klar, das stellen wir alles erst her, das wird, das kann doch nicht 100% geboostert sein, aber das wird. Ja. Und er nimmt das auch, oder? Ja. Dann könnte er theoretisch, da müssen wir irgendwas fahren, das weiß ich nicht, wir schicken ihn mal zum Hof auf den Parkplatz. Ach nee, der hat ja richtig einen Parkplatz, da kann er auch hinfahren. So, jetzt müsste doch oben im Zentrallager müssten doch jetzt die ersten Trauben angekommen sein. Genau, alles abgeladen. Dann parken fahren. Und der andere fährt hin im Zentrallager. Obst und Gemüse. Ja, was sich auch geändert hat im Baumenü. Dass jetzt von Daniel die Mods alle hier unter Petmods Tiere oder normale Mods sind. Tiere sind auch unterteilt in Hühner, Kühe, Pferde, Schweine, Ziegen, Enten. Ne? Für uns wären die Ziegen und Enten interessant. Ne? Wir werden vorerst 2 Ziegenställe bauen. So, die bauen wir natürlich hier oben mit hin, zwischen 78, 77, da wo wir schon einen... So, kann ich hinspringen, wo wir schon einen Schafstall haben. Wir würden vom Platz her, wird man mit Sicherheit hier hinten noch 3 Ziegenställe hinkriegen, wenn wir auch so viel brauchen. Wir brauchen Ziegenmilch und wir brauchen Ziegen fürs Fleisch. Ja. So, gucken wir mal. Die müssen natürlich alle angebunden werden, dann die Stelle. Das werden wir heute in der Folge auf keinen Fall schaffen, aber wir werden erstmal hier 2 Ziegenställe, 2 werden wir erstmal platzieren. Wir haben ja wieder die verschiedenen Kategorien, den Ziegenstall Deich, warum es denn als Ziegenstall gibt, ja, weiß ich nicht. Also normalerweise hätte ein normaler ausgereicht, der große, weil ich die Ziegen noch nicht auf dem Deich gesehen, aber gut, ich weiß es nicht genau. Ne? Also wir werden uns den großen Stall hier stellen, das ist der, wie er hier drüben schon steht, mit Schafen. Ne? Müssen wir hier eine Rasterplatzierung machen. Dann drehen wir den genauso rum und versuchen den natürlich hier möglichst parallel daneben zu stellen, sofern ich was sehe. Eigentlich müsste doch die Weide nach vorne exakt gleich groß. Ne, ich muss mich hinten nach der Weide richten. Die erkenne ich oder nicht. Ne? Da hinten ist die Weide. Das wird äußerst schwierig hier. Ja, aber wo ist der andere alle? Dort ist der andere alle. So sollte das passen. Denn wir sehen es ja, wir passen ja hier vorne passen wir vorbei.
Den nächsten stellen wir hier daneben. Wir müssen dann gucken, ob wir Futter rankriegen und so, das passt ja auch. Ja, aber jetzt knapp 800.000 verbaut, also ruckzuck. Zum Glück haben wir genug Geld auf dem Konto. Ja, hier hinten würde noch ein Dritter hinpassen, wenn wir ihn brauchen. Ne? Also da haben wir schon noch genug Möglichkeiten. Das muss natürlich jetzt hier alles ein bisschen angemalt und angepasst werden. Bevor wir hier Tiere einziehen lassen. Kann auch sein, dass wir hier nochmal Bäume hinpflanzen. Ne? Oder nochmal hinstellen, irgendwas als Deko, weil jetzt sieht es ein bisschen nackig aus, aber wir haben erstmal alles kahl gemacht, dass wir richtig Baufreiheit haben. Ne? So, Landschaftsbau. Ja, die Entenstelle, die werden wir dann sicherlich am Freitag platzieren im Stream. Denn das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ne? So, malen. Jetzt weiß ich nicht, was haben wir hier gemalt? Matsch? Nee, Asphalt auch nicht. Wir haben doch hier Erde, ne? Oder Dreck. Ist das Dreck, was wir hier gemalt haben? Ja, würde ich sagen, das ist Dreck. So, malen wir mal ein bisschen ran. Weil die Stelle selber bringt, glaube ich, auch Dreck-Textur mit. Ne? Das passt so ganz gut. Weiß ich nicht, ob wir unbedingt alles vor den Stall müssen wir ja nicht hin. Ne? Hier vorne haben wir es zwar platt gemalt, alles, aber wir können auch hier das Gras stehen lassen. Das ist ja bloß die Fläche, wo wir ran müssen und hier hinten die Fläche dann. Also die machen wir schon. Nicht, dass wir hier zu viel Grün wegnehmen immer. Könnte ich alles mit Beton zumalen. Ne? Achso, hier müssen wir auch. Hier drinnen müssen wir natürlich malen. Ne? Ui, warum geht denn das hier so hoch? Warum sitzt der hier so tief? Ist das Gelände hier so abschüssig gewesen? Ich habe noch platziert. Ohne Dings. Normalerweise hätte ich da angleichen müssen. Aber der formt sich, ne, der Stall. Ah, müssen wir gucken, dass wir dort das Gelände abgesenkt kriegen. Und hinten die Weide, das ist jetzt nicht so schlimm, aber hier vorne am Stall. Das wird nichts, weil hier ist ja der Spawnplatz für. Ja, wir spawnen ja bei den Ziegen. Wolle nicht, oder? Eigentlich Ziegenmilch, ne? Das war das Ansinnen, was wir raushaben wollen. Na, das machen wir mal hier zack noch. Jetzt gucken wir noch mal vorne in den anderen Stall rein. Müssen wir natürlich auch hier das Gras rausnehmen. Oh ja, liegt noch ein Stückchen Baum rum. Ja, ja, aber da muss ich mir bei Förster beschweren. Ne? Hier sieht man nur die Markierung und hier sieht man, was sieht man hier? Stückchen. Haben wir den gleichen Stall platziert? Das ist der Schafstall. Ziegenstall 800. Ziegenstall 800. Wir versuchen hier mal abzusenken. Wir müssten ja mit dem Landschaftstool das entsprechend hier absenken können. Wir nehmen hier Hügel mit Referenzhöhe. Referenzhöhe ist da. Oh, hier muss ich größer stellen, ne? Na, komm. Ich hoffe mal, dass der Zaun jetzt hinten nicht in der Luft hängt. Das kann natürlich passiert sein bei sowas. Ich hätte ja gern noch ein Stück.
Ah, der sieht so erstmal ganz gut aus. Dann machen wir auch mal eins. Wir senken das hier mal ab. So, und dann, wie war denn das? Referenzhöhe, dann machen wir hier oben, ne? Und ziehen das nach unten. Und da wird das nämlich hier angeglichen. So, und dann werden wir das hier noch ein bisschen kletten. Dann sollten wir schon hier zurechtkommen. Ich wusste gar nicht, dass so eine Etage drin ist. Ne? Ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Hier vorne, klar geht es hier vorne ein bisschen steil hoch, aber hier wird immer noch was ändern, wenn das nicht passt. Ne? So, warum haben wir jetzt in der anderen Stelle keinen Beton drin? Oh, wir sind schon wieder unter der Zeit total hier. Das ist furchtbar, die Zeit rennt. Ne? Den sieht man oder einfach nicht. Ne? Der steigt dann auch das Gelände wahrscheinlich ein bisschen an. Warum die Stelle das nicht angleichen, weiß ich nicht. Gut, da müssten wir einfach hier auch bloß Landschaftsbau hier unsere Referenzhöhe holen. So, wir nehmen mal hier Referenzhöhe. Genau, dann kriegen wir es auch zum Vorschein hier. Ich denke mal, das reicht schon so. So, dann hier noch ein bisschen kletten. Steigt auch noch ein bisschen. Gut, das passt so. Das passt so. Weg ist es hier. Genau. Aber Tiere, wie gesagt, wären erst am Freitag einzuhalten. Wird ca. gegen um 8, wenn wir auf Twitch streamen. Und da gucken wir mal, wie wir ja weitergebaut kriegen. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.